Be careful not to choke on your aspirations, Director. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht. Heute möchte ich mit euch über den Ahsoka-Trailer reden, oder besser, das Lichtschwert, das wir im Ahsoka-Trailer gesehen haben. In dem Trailer werden zwei dunkle Jedi vorgestellt. Diese Jedi arbeiten vermutlich mit Großadmiral Thrawn zusammen. Diese beiden dunklen Jedi heißen Baylan Skoll und Jeen Hati. Es gibt eine alte Geschichte, wo es zwei Wölfe gibt namens Baylan und Jeen, die den Mond jagen. Möglicherweise sind diese Namen eine Anlehnung an diese Geschichte und der Mond steht für Ahsoka und Ezra. Wie auch immer möchte ich mich in diesem Video genauer auf das Lichtschwert konzentrieren, das Jeen trägt. Bei genauerer Beobachtung hat es erschreckende Ähnlichkeit mit dem Lichtschwert von Kanan Jarrus. Gehen wir also in der Geschichte zurück zu dem Zeitpunkt, wo Kanan sich heldenhaft für seine Freunde opfert, merken wir schnell, dass sein Lichtschwert bei dieser Explosion nicht zerstört wird, beziehungsweise sehen wir es nicht. Später wird es in Rebels sogar nochmal aufgegriffen und Gouverneurin Price, als sie die Siegestriumphfeier feiert auf Lothal, dass der Jedi tot ist, präsentiert Großadmiral Thrawn das Lichtschwert von Kanan Jarrus. Man könnte also nun annehmen, dass dieses Lichtschwert den Weg zurück zu Thrawn gefunden hat, denn dieser war ein leidenschaftlicher Trophäen- und Artefaktensammler. Nimmt man jetzt also auch an, dass die beiden dunklen Jedi zusammen mit Großadmiral Thrawn arbeiten, schließt sich der Kreis und es wird offensichtlich, wie Kanans Lichtschwert in die Hände von Jeen gekommen sein könnte. Sie wiederum muss dann den Lichtschwertkristall korrumpiert haben, damit er orange leuchtet und nun ihr und Thrawns Sache diente. Sollte das wirklich Kanan Jarrus Lichtschwert sein, kann ich mir vorstellen, dass dies nicht nur ein eingebautes Easter Egg ist, sondern ein wirklicher Bestandteil des Plottes sein kann. Stellt euch mal vor, Ezra Bridger kämpft zusammen mit Ahsoka oder alleine gegen diese dunkle Jedi und auf einmal fällt ihm auf, dass das Lichtschwert seines besten Freundes, gefallenen Meister Kanan Jarrus ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er alles daran setzt, dieses Lichtschwert wieder zurückzubekommen, Hera zu übergeben oder einfach nur als Erinnerung an seinen Freund zu behalten. Das wiederum könnte einen Konflikt im Plot auslösen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wie gesagt ein großer Bestandteil sein könnte. Wir wissen wie gesagt noch nicht zu 100%, dass es tatsächlich das Lichtschwert von Kanan Jarrus ist, allerdings deutet vieles darauf hin und wenn man sich das Lichtschwert im Trailer genau anschaut, erkennt man schon eine extreme Ähnlichkeit. Aber was denkt ihr über die ganze Sache? Ist diese Tatsache euch überhaupt beim Schauen des Trailers aufgefallen? Und würdet ihr euch wünschen, dass es Kanans Lichtschwert ist oder würdet ihr das zu viel finden? Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst dem Video doch gerne ein Like da und den Kanal ein Abo, das unterstützt mich immer sehr. Vielen lieben Dank, dass du bis hierhin geschaut hast und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Möge die Macht mit dir sein.